Willkommen zurück. Eigentlich zu einer neuen Folge, aber ich glaube, ich muss einen kleinen Einschub vorneweg machen. Ich habe noch Leute einzeln. Oh, es fängt schon wieder an, so kriselig zu werden. Ich habe erst die Kamera ausgemacht. Ja, okay, da wird es ja auch nicht besser. Ihr seht, was ich meine. Es sind noch Bugs im Spiel. Wir haben scheinbar einen Tornado. Der Brand, der war. Wo war der denn? Ich glaube, der war hier irgendwo. Den haben sie gelöscht ohne Probleme und da gab es auch eine Meldung für. Und jetzt haben wir hier einen Tornado. Und irgendwie eine Meldung. Hey, schau mal. Da ist eine riesige Windhose in unserer Stadt, die gerade deine Anlagen kaputt macht. Da kommt nichts. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich nehme an, das ist ein Bug. Aber ich wollte es euch zumindest mitgeteilt haben, dass wir jetzt scheinbar dann erstmal was reparieren müssen. Beziehungsweise ich. Und dann lasse ich auch noch weitere Leute einziehen, glaube ich. Denn da fehlen noch ein paar. Wir warten noch kurz den Tornado ab. Ich habe hier das Haus weggemacht. Fand ich nicht so schick. Das hier neue, das ist jetzt auch eines der großen Hochhäuser, finde ich schon ein Stück schicker. Ich habe auch hier an diesen Seiten wieder die Läden plus Gebäude reingesetzt. Finde die ganz schick. Vielleicht findet man noch irgendwas, was hier gut dran passt, weil das schaut immer so aus, als ob hier das eigentlich wie eine Art, bei einer Art Reihenhaus, als ob hier noch was dran gehört. Aber na gut, das ist dann wohl einfach so. Noch irgendwas? Staus gab es soweit keine. Ich habe hier die Straße mit hinzugefügt und dann hat sich auch der Stau ruckzuck aufgelöst. Das passt, glaube ich, ganz gut. Dass ich hier die Straßen nicht... Oh nein, der hat schon wieder eine Ampel hingestellt. Ich stelle die 3 Millionen mal aus und er fügt sie immer wieder hinzu. Okay, jetzt schaut auch schon besser aus. Ich wollte gerade sagen, dass diese Quersachen immer hier mit reingestellt werden. Finde ich nicht so schick. Warum hast du denn da gewartet? Ja, egal. Was macht unser Tornado? Er wütet weiter. Oh nein. Wetterschaden, ja. Nachvollziehbar. Durch Wetter sogar zerstört. Aber die Straßen halten es aus. In Cities Skylines 1 war das immer so eine Glückssache. Was passt und was nicht. Ich habe gerade nur mal das Autosave dazwischen. Oft haben Straßen überlebt oder du konntest sie einfach reparieren. Teilweise konntest du Häuser auch wieder aufbauen. Aber gerade ein Riesentsunami oder gleich nicht. Ganze Stadt für der komplett kaputt gemacht und musste sie von Grund auf neu bauen. Das war immer ein bisschen schwierig. Ich finde es gut, dass hier Straßen der gleichen, also dass sie nicht beschädigt werden, finde ich fast ein bisschen seltsam, weil es gibt ja offensichtlich die Schadensüberlegung. Also, dass man sie danach nicht reparieren muss, finde ich fast ein bisschen seltsam, aber ich finde es sehr gut, dass man sie nicht nochmal neu bauen muss. Mit den ganz coolen neuen Möglichkeiten, die man bekommen hat, wäre es, glaube ich, ziemlich bitter, wenn du es dann wieder komplett von Grund auf neu bauen müsstest. Ich habe auch noch keine Speichernfunktion gefunden, dass du jetzt hier was raussuchst und dann das Ganze abspeicherst, wie in teilweise anderen Spielen. Wie weit ziehst du denn noch hier über den Landstrich? Aber die bauen sich scheinbar gleich wieder auf. Der hätte ja auch eben Schaden. Den geht es soweit noch ganz gut. Und hier? Hier ist der Schaden drauf und es braucht eine Bürgersteigverbindung. Braucht es gar nicht. Muss ich das Ding jetzt hier komplett nochmal neu ziehen oder reparieren die das einfach? Hier fährt auch gerade einen Bohrer hin. Kannst du das jetzt reparieren? Na, du bist noch da. Jetzt fährt er einfach zurück. Und würdet ihr das bitte reparieren? Ja, keine Ahnung. Vielleicht muss man dafür extra Gebäude haben. Da hat er sich aufgelöst. Sehr schön. Braucht man dafür ein extra Gebäude? Entwicklung. Katastrophenschutz. Frühwarnsystem. Einen richtigen Katastrophenschutz gibt's gar nicht. Und daher, ich habe auch kein Gebäude, was ich da freischalten könnte. Ich müsste das einfach direkt reparieren. Wenn ich das nochmal neu ziehen muss, dann bin ich nicht begeistert. Das sage ich ganz ehrlich. Das wäre ein ziemlicher Rückschritt im Vergleich zu dem, was wir davor hatten. Aber gut, dann sehen wir uns gleich wieder, nachdem noch mehr Leute eingezogen sind. Alle Leute eingezogen und ihr seht schon, aus unserem kleinen Örtchen ist eine richtige Stadt geworden. Vielleicht schaffen wir es sogar diese Folge, die Kreisstadt zu werden aus den Meilensteinen. Mal schauen, wir haben einiges vor uns, weil es ist ein bisschen außer Kontrolle geraten, würde ich fast sagen. Wobei das vielleicht auch nicht ganz passend ist. Ich habe jetzt jede Menge Leute einziehen lassen. Dadurch, dass es wieder ein dichtes Gebiet war, wo es diesmal gar nicht so groß war wie dieses Gebiet hier, was wir direkt vor uns haben. Durch die großen Häuser sind doch einige Leute eingezogen und... Das macht einen riesen Unterschied, muss man ganz klar so sagen. Und ja, schaut euch an, unsere riesigen Türme.
Das ist hier zwei stehen, die recht ähnlich sind. Finde ich nicht so cool. Und hier ist einfach nur mein dritter. Wobei, wir können ihn ja auch einfach abreißen. Warte mal, du lieferst? Ja, komm, Medien-Mac. Tschüss. Ich finde es auch seltsam, dass die hier... Wobei, es sind einfach nur Büros. Klar, dass die auch selbe Arme herstellen können. Er ist ein Stück kleiner, das passt aber, dass wir da vielleicht was anderes rausbekommen. Was haltet ihr denn von unserem Wohnturm oder auch generell dem Büroturm? Ich hätte hier vielleicht nochmal größere Sachen hinpacken sollen, sehe ich gerade. Das Ding ist eben ein bisschen kleiner. Ach, wisst ihr was? Das lass mal so. Das ist durchaus beabsichtigt. Hier gibt es nämlich eine Grenze, wie hoch die Gebäude sein dürfen, dass man den Fluss noch sieht. Und die haben sich einfach das Grundstück gekauft, was direkt an dieser Grenze steht. Und das größte Gebäude, was ihnen irgendwie möglich war, dahingesetzt, dass sie immer einen schönen Blick haben auf den Fluss und auf die Felder da drüben und Tannenhöhe oder war mal im Gebäude drin. Und ja, läuft glaube ich soweit. Aber wir haben ein paar Sachen beim letzten Mal nicht geschafft, die würde ich gerne heute mit euch nachholen. Und wenn alles glatt geht, sollten jede Menge Geld mittlerweile machen. Ich habe mir das mal angeschaut. Schaut gut aus, dieser Balken nach oben. Dann sollten wir auch jetzt, glaube ich, mal endlich das Internet zum Laufen bringen. Und vielleicht schaffen wir dann sogar noch das Wasser. Ein paar andere Sachen habe ich mir auch noch aufgeschrieben, aber ich fürchte, die schafft man heute nicht. Schon wieder das Speichern. Mittlerweile, der Lag, selbst wenn du nirgendwo hingeklickt hast, macht es das trotzdem. Ich hatte das einmal hier gehabt mit... Im Gegensatz zu diesem Werbegebiet, ich wollte nur hier hin, ich habe nicht geklickt, habe gar nichts. Dann kam der Lag beim Speichern und da hat er mir einmal hier komplett Gewerbegebiet durchgezogen. Und dann musste ich das wieder richten. Das war super doof. Das könnten sie gerne noch verbessern, meiner Meinung nach. Wenn ich da nicht klicke, erwarte ich auch, dass nicht irgendwo hingezogen wird. Und selbst wenn gespeichert wird, soll es ja nicht irgendwo random plötzlich Sachen hinziehen. Aber na gut, ich will mich nicht beschweren. Eigentlich einen... Oder mir macht es immer noch sehr viel Spaß, das Spiel. Und das möchte ich auch gerne so fortsetzen. Guck, hier geht es natürlich mit das an, wo ich es gerade so sehe. Das war mal alles leer hier. Und mittlerweile... Schon nett. Gefällt mir gut. Fangen wir mit dem kleinsten an auf meiner Liste, glaube ich. Wir haben verschiedene Dinge freigeschaltet. Zum Beispiel ein Büro-Spezialgebäude. Die Unternehmen in diesem modernen Bürogebäude sorgen nicht bloß dafür, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Ihre Arbeit hilft dabei, die Kriminalitätsrate in der Nachbarschaft zu senken. Klingt gut. Minuskriminalitätsrate im Umkreis von 500 Metern, das ist nicht allzu viel. Vielleicht sollte ich das irgendwo anders hinstellen, wo ich es... Anstatt da, wo ich es jetzt vorhabe. Aber wird schon. Plus 1 Wahrscheinlichkeit für Universitätsabschluss stadtweit. Klingt gut, denn nur haben wir noch keine Universität. Plus 5% Interesse an universitärer Bildung stadtweit. Ohne Uni macht das keinen Sinn, glaube ich. Darum kümmern wir uns aber noch. Nur erstmal, das Internet hatte ich schon länger auf meiner Liste stehen. Das muss als allererstes mal gemacht werden. Und dann plus 1% Büroeffizienz stadtweit. Das ist richtig gut, glaube ich. Doch das nächste. Es dauert nicht mehr lange, bis wir das haben. Diese Bürooffensive, die ich hier gefahren bin. Ihr seht alles, was lila ist. Wir hatten dieses kleine Gebiet hier drüben. Hier. Und jetzt habe ich hier nochmal Leute einziehen lassen. Genauso wie hier. Das hat sich definitiv bemerkbar gemacht. Das ist auch nur geringe Dichte. Und hier mal hohe Dichte. Ah, gut, da dauert es noch etwas länger, aber das passt schon. Da steht auch 5 Sendemasten. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, wo wir schon mal dabei sind. Wir setzen erstmal das Gebäude und dann erzähle ich euch von den Problemen, die in der Stadt mir aufgefallen sind. Vielleicht hierhin direkt. Wie schaut's aus? Was steht denn da dran? Ah, Werbung. Was auch sonst. Ja, passt hier gut, glaube ich, mit rein. Gefällt mir. Auf alle Fälle Sendemasten mit gleichen wegen fehlendem Internet. Das sind alles Gebäude hier, wobei vielleicht nicht alles, was bist du? Ach nee, selbst du bist ein Bauholzteil. Ich habe auch damals die Steuern gesenkt. Wir brauchen mehr Bauholzteile. Warum denen jetzt hier die Miete zu hoch ist, ist mir ein Rätsel, weil wir könnten auch mehr Holz herstellen, finde ich. Nur, sie ziehen ja so oder so nicht ein. Also egal, was ich hier mache, wir stellen auch eigentlich genügend her. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Auch die Nachfrage nach Bauholz ist riesig. Und trotzdem, die machen nicht genügend Gewinne. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum das so ist. Nachfrage riesig. Angebot gering. Steuern niedrig. Was könnte... Auch die Verkehrswege laufen. Was könnte sie davon abhalten, da ordentlich Gewinne zu machen? Das sehe ich einfach nicht.
kann ich nicht nachvollziehen, warum mir ausgerechnet bei den ganzen Bauholzteilen da Probleme angezeigt werden. Was mir aber aufgefallen ist, dass die Netzwerkqualität einfach mehr minus 5 Effizienz bedeutet. Vielleicht können wir es damit noch steigern. Schauen wir mal. Einfach Internet probieren. Schauen wir mal. Ansonsten noch eine Sache. Hier geht es nichts weiter. Wir haben mittlerweile auch genügend Gewerbe. Da kommen wir auch demnächst hin, dass wir das Autozentrum bekommen. Da würde ich mich drüber freuen. Stufe 5 hohe Dichtegebäude. Die haben wir gerade eben erst gesetzt. Die müssen noch eine ganze Weile lang wachsen, wenn die auf Stufe 5 sind. Dann haben wir noch den Garten des Epikur bekommen. Und das nächste, ja gut, das nächste dauert ein Weilchen. Luxuriöse Wohneinheiten über ein Gourmet-Restaurant. Für alle, die das Leben in vollen Zügen genießen. Plus 1 Attraktivität stadtweit. Ich habe keine Ahnung, wie es mit unseren Touristen ausschaut, aber ich würde das trotzdem gerne bauen. Und plus 4 Wohlbefinden im Umkreis von 750 Metern. Ich würde sagen, das nehmen wir definitiv mit. Und ich habe ja auch ein bisschen freigelassen. Da wir eben gelesen haben, dass das Restaurant oben ist, sollten sie einen wunderschönen Blick haben über die Stadt. Und auf der anderen Seite brauchen sie auch gar nicht lange hier rüberlaufen. Die müssen im Prinzip nur über die Kreuzung und dann sind sie gleich hier und dann haben sie den Blick. Läuft bei uns, würde ich sagen. Was würde ich jetzt eigentlich noch nachschauen? Ach so, wegen den Touristen, da kann man was nachschauen. Bildhaueranwesen platzieren wir irgendwann später. Demnächst könnte es auch die mittlere Dichte geben, dass wir die alte Fabrik bekommen. Oh, selbst da. Wenn mal hier das ist. Wohnhäuser der mittleren Dichte EU-Gebäude. Und hier? Ach, wir kriegen gleich beides auf einmal. Nee, hier sind 2 Häuser. Auch das kriegen wir vielleicht bald. Apartments, Sternenhimmel, klingt gut. Und hohe Dichte, ja, die brauchen erstmal noch ein Weilchen, würde ich sagen. Aber das kriegen wir bestimmt hin. Wie schaut's denn aus mit der Attraktivität? Touristen, da, Tourismus. Und mittlerweile 192 Touristen pro Monat. Läuft bei uns. Stadtattraktivität 2. 2 ist eher sehr gering, möchte ich behaupten, aber okay. Durchschnittliche Hotelübernachtungskosten, das ist alles was den Gewerbegebiet nutzen sollte, hoffe ich. Effekte des saisonalen Wetters im Moment plus 2%, das geht aber auch noch niedriger. Ich weiß nicht, wie viel wir das niedrigste hatten. Ich glaube, es waren 9%. Ich kann mich aber auch täuschen. Das kriegen wir aber auf alle Fälle hin. Aber dann sind die plus 2%, die wir hier rausbekommen haben, auch nicht so viel. Plus 1%. Ja, 1%, wenn es eh nur bei 2 ist, das ist 0,02, das ist, da geht mehr. Aber das wird alles werden, glaube ich. Obwohl ich hier völlig vom Thema abschweife, wo kommen denn die Touristen alle her? Kommen die mittlerweile über unseren ÖPNV? Wir haben angefangen, glaube ich, mit 2000 oder so, jetzt sind es mittlerweile 28.000. Aber die Touristen nutzen hauptsächlich die Bahn. Ist aber auch in Ordnung, finde ich. Dass viele noch das Auto nutzen, das werden wir denen irgendwann anders beibringen. Kriegen wir damit eigentlich da vielleicht die Einnahmen her? Kriegen wir damit gut Gewinne erwirtschaftet vielleicht mit dem Transportwesen? Oh, apropos, ich habe gar nicht gedacht, die Preise anzuheben oder zu senken. Wie kriegen wir denn... Wir kriegen Gewinne aus dem Bildungssystem. Das finde ich falsch. Aber okay, dann trägt das sich selber. Das ist vielleicht der Ausgleich fürs teure Gesundheitswesen. Transport. Oh, es ist stark gestiegen. Wir machen fast die Hälfte von dem, was wir ausgeben, kommt wieder rein über Gewinn. Das klingt gut. Aber ich würde trotzdem mal nachschauen, dass wir hier vielleicht die Preise ein Stück weit senken. Hier würde ich, glaube ich, zum Beispiel den Ticketpreis auf 4 senken. Genauso wie hier. Da macht es, glaube ich, Sinn, dass das ein bisschen niedriger ist. Wie schaut es aus bei den Bussen? Grünbünden, da würde ich es auch definitiv senken wollen. Einfach die Hälfte und dann in der Hoffnung, dass mehr Leute den Bus nutzen. Und hier sehe ich schon Lindenberg Bahnhof Richtung Mittelplatte. Das ist ordentlich gestiegen. Wie viele Busse haben wir denn noch übrig? Wir haben... Noch 20 hier übrig. Und hier noch einen. Also 21. Da können wir auch ruhig noch was steigern. Und da sind es 8 rüber. Wird die 8 sogar vielleicht lassen? Sollten aber mehr Fahrzeuge haben, finde ich.
5 wird vielleicht nicht reichen. Wir probieren es erstmal mit 5. Dann haben wir noch 20 Bosse. Lindenberg Ost Richtung Salzheim. Der wird gut genutzt. Freut mich. Da hat man, glaube ich, den Preis gesenkt, dass die viel mit dem Bus fahren, weil da gibt es potenziell immer mal wieder Stau. Da müssen wir uns mal in der nächsten Folge kümmern. Ich würde diese Folge wirklich gerne das Internet endlich schaffen. Das passt so. Südost Richtung Mittelplatte wird mittlerweile schon besser genutzt. Da hat man es auf 8. Ich aber auch lassen, glaube ich, an der Stelle. Salzheim, da dürfen wir es senken. Ich bin sogar im Überlegen, das auf 0 zu senken, damit die hier schön den Verteiler nutzen. Über die Bahn. Wisst ihr was, das machen wir auch. Vielleicht nicht kostenlos, aber runter auf 1 Simoleon. Dann Sommerfort Schwemmrode. Das läuft gar nicht so gut. Oh, hier ist aber auch noch ein Ticketpreis von 8. Wie wär's denn mit 4? 4 fände ich gut. Und Tannenhöhe läuft auch noch nicht ideal. Aber das lassen wir mal so. Das wird passen. Und ja, dann, was steht noch auf meiner schlauen Liste, abgesehen von den einzigartigen Gebäuden? Die Postsortierung. Ich wollte mal mit dem letzten Mal anfangen. Und ich bin nicht dazu gekommen. Und dementsprechend, ich würde sie gerne hier drüben mit hinstellen. Dass wir vielleicht hier die Straße weiter geradeaus fahren lassen und dann hier an die Eisenbahn annähern. Weil wir könnten sie auch generell hier schon rumziehen. Das wird, glaube ich, passen. Nicht irgendwo random einrasten. So. Vielleicht können wir es auch wirklich noch ein Stück geradeaus laufen lassen. Wie groß war denn nochmal das Postsortierteil? Was das angeht, ich glaube, es ist noch schlechter geworden. Post. Apropos, haben wir hier alle Abdeckung? Ja. Ja, ist mittlerweile sogar knapp im roten Bereich. Wie die Zahlen zustande kommen, ist mir immer noch ein absolutes Rätsel. Oh, apropos. Scheinbar, weil hier jetzt Leute eingezogen sind, kommen die nicht mehr überall bis ran. Dann sollten wir hier nochmal einen Briefkasten hinstellen. Wie gut, dass wir nochmal einen Blick drauf geworfen haben. Am besten vielleicht sogar 2. Dass wir es einmal hier hinstellen. Und dann nochmal hier so einen Briefkasten. Und da müssen wir auch eigentlich noch einen hier oben mit hinpacken. Wobei es vielleicht ganz gut wäre. Das hier ist ja keine Durchfahrt, dass wir es hier hinstellen. Dass er dann hier gleich wieder hier durchfahren kann. Wenn er wirklich diese Route dann nimmt. Ich kann ja da keinen Einfluss drauf nehmen. Es wird schon passen. Das hier ist immer noch dickgrün. Vielleicht nicht das hellgrün, aber das passt. Dann hier so hin. Wir haben uns um Post gekümmert. Wir waren eigentlich dabei, das Postsortierzentrum hier hinzusetzen. Wir wollten wissen, wie groß es ist. Riesig, das ist soweit klar. Ich würde es wirklich gerne hier drüben mit hinstellen. 650.000 können wir locker uns leisten, glaube ich. Dann sollten wir auch die Straße hier noch ein wenig geradeaus fahren lassen. Ich weiß nicht, wie gut oder wie schlecht das Ganze dann läuft, aber wir schauen mal. Dann hier vielleicht eine Kurve übergehen nach den 120 Metern. Und das ist nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte. Vielleicht so? Mir jetzt geradeaus. Ja gut, das passt ganz gut. Wir wollten ja eh Richtung Richtung Bahnschienen uns hier weiter ausbreiten. Das taugt mir, glaube ich, so. Wie schaut es denn aus hier mit dem Postsortierzentrum? Wir kriegen es noch hin, aber egal, finde ich das nicht. Naja gut, ich probiere es mal hier hinzusetzen. Es fräst sich richtig in den Berg rein. Ernsthaft, die Ausgänge sind genau dort. Das habe ich mir anders vorgestellt. Man kann dich verschieben, das müsste günstiger sein. Das nur, wobei, ich kriege ja was zurück. Ja, kommt. Das dürfte günstiger sein. Dann. Da
packen wir das hier nochmal an und in der Hoffnung, dass wir das besser hinbekommen. Du mit deinem Einrasten, das funktioniert nie richtig gut. Dass er nicht die Mitte nimmt. Warum der so ein Problem mit der Mitte hat, ist mir ein absolutes Rätsel. Ich meine, das wäre das, was ich, wenn ich mal das programmiert hätte in der Richtung, wäre das das Erste, woran ich denke, dass ich den Mittelpunkt treffe. Aber die Spuren kommen dir da so dermaßen dazwischen, dass du es nicht richtig schaffst, den Mittelpunkt zu treffen, wenn du nicht diverse Optionen ausschaltest vorher. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Vielleicht reicht ja auch ein bisschen weniger, sagen wir mal. Ja, schalten das Ding noch aus. 56 Meter bis hierher. Dann 112 in die Richtung vielleicht. Schaut nicht gut aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Das gefällt mir so noch nicht. Wie wäre es denn dann hier mit 80 Metern? Boah, ich glaube mit 80 Metern. Das könnte gut passen. Bis hier so hinstellen, in der Hoffnung, dass wir... Sagen wir mal mit einem Winkel von 110 Grad. Wir dann gut hier lang kommen. Nee. Zu weit weg von den Bahnschienen, das habe ich mir anders vorgestellt. Wir probieren es nochmal. Und ja, da bin ich dann so perfektionistisch, dass ich das definitiv so haben möchte. Und deswegen schneide ich die ganzen Straßenbaumaßnahmen in der Regel einfach raus. Weil ich mich gut genug kenne, dass ich weiß, da geht mehr. Vielleicht 105 Grad. Da geht mehr im Sinne von, dass ich euch was Spannenderes bieten kann, als kompletter Perfektionismus. Und ich glaube, hier würde ich es an der Stelle sogar richtig weit ziehen, weil wir es können. Wie wär's denn hier gleich mit 600 Metern? Jedenfalls, hier soll ja nichts Großartiges entstehen. Hier sind schon direkt steile Berge. Kann ich auch so die Straßen rausziehen, ohne dass ich jetzt das genau abmesse, damit ich einen groben Plan habe, wohin, wer, wie, wo, was. Hier hätte ich überlegt nochmal, entschuldigt bitte, einen Kiefer mit reinzupacken. Brauchen wir denn welche? Höchstwahrscheinlich nicht. Nö. Ich würde es trotzdem fast tun, weil wir doch recht viel Vieh brauchen. Wir haben auch zu wenig Nahrung. Fertignahrung sowie Nahrung und auch zu wenig Textilien. Da habe ich die Steuern nochmal gesenkt, dass die mehr von dem Kram, was wir hier haben, verarbeiten. Vielleicht, indem wir es noch ein Stück günstiger machen. Mit den Nutztieren hier. Das reicht nicht mal so weit, wie ich mir das erhofft hatte. Von hier aus dann noch eine Straße hier rübersetzen und dann hier nochmal eine weitere Farm mit hin. Das würde mir gefallen. Muss es halt hier über die Bahnschienen drüber gehen, aber das wird schon passen. Wir setzen das Ding hier einfach mal mit rein. Vielleicht eher hier rüber. Entschuldigt. Weiter weg von der Kreuzung hier drüben, aber hier ist auch noch eine Kreuzung, sehe ich gerade. Ja, dann vielleicht doch eher zu dieser Kreuzung, weil die hier unwichtig ist. Oh, wenigstens in die Mitte. So, auf geht's. Hier rüber. Sieht es halt wirklich nicht allzu gut, wenn man mal ganz ehrlich ist. So. Aber wie schön, dass er den Fehler anzeigt irgendwann und dann weißt du, bis dahin kannst du gehen und dann passt das schon. Wobei auch manche Fehler echt ein Kraus sind. Ich weiß nicht genau, was da im Hintergrund läuft, aber es ist nicht das, was du brauchen würdest als Spieler. Aber ich würde auch nicht zu sehr lästern, weil ich weiß nicht, welche Probleme sie beim Entwickeln hatten und generell kann man es überhaupt selbst besser machen? Das ist ja auch meine Frage. Und es ist immer leicht gesagt, ja, aber man muss es erstmal unter Beweis stellen, weil ich glaube auch noch eine Programmierung in der Industrie und in der Spielewirtschaft ist was anderes. Ich glaube, bei uns geht es auch teilweise um Sicherheitsaspekte. Da wird mehr Aufmerksamkeit drauf gegeben, dass es auch sinnvolle Fehlermeldungen gibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass er auch gerade vom Release dann immer Stress haben, dass denen auch Stress gemacht wird. Und ich glaube, bei uns wird da eher drauf geachtet, dass du keinen Mist machst. Oder nicht? Ach, er kommt hier nicht mal mehr richtig ran. Warte mal, wenn die...
Nee, da sagt er, kommt man nicht hin. Ich würde sagen, wenn er nicht richtig rankommt. Ach, da, das Autosave. Kommen wir hier drunter durch? Nicht wirklich. Wenn ich es bis hierhin ziehe. Ach so. Da passieren seltsame Dinge. Okay, dann bis hierher. So kommt er immer noch nicht drunter durch. Ansnappen tut er. Ah, warte mal, da ist noch ein Pfeiler. Habe ich gerade gesehen, hinter dem Baum irgendwo. Oder? Das war der Baum, den ich da gesehen habe. Da ist kein Pfeiler drunter. Auf der einen Seite, er snappt nicht mehr richtig an, weil er die Brücke nicht mehr als Referenzpunkt erkennt, weil schon zu hoch, so wie es ausschaut. Auf der anderen Seite, wir kommen aber auch nicht drunter, weil dann sagt er, überlappende Objekte. Ja, was stimmt denn nun? Entweder zu hoch oder zu niedrig? Hier will er nicht. Dann lassen wir das an der Stelle, glaube ich. Das lassen wir, wie geht's am besten? Vielleicht bis hier hin? Vielleicht ist es auch der Winkel. Jetzt habe ich den. Ach, jetzt habe ich das Teil hier weggemacht. So. Wo war's? Einmal zu oft die rechte Maustaste geklickt. Nicht, dass es großartig schlimm wäre, aber da geht ein bisschen mehr. Gut. Dann bis hier ran. Und dann haben wir unsere nächste Farm. Da noch ein bisschen mehr geht vom wegen Gelände. Und ich. Wo vielleicht? Hätten wir das noch? Ah, schaut doch schon schöner aus. Dann hier wirklich noch die andere Farm, dann. Das wird passen. Und jetzt müsste auch. Oh, das hätte ich erst allererstes mal checken sollen, dass unsere Straße auch wirklich passt, aber ja. Es passt hier, glaube ich, gut hin, dass wir hier unsere Postsortieranlage hinsetzen. Da sind wir natürlich noch näher an dem Berg ran, als wir vorhin schon waren. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, ob ich das noch alles wegklappen kann. Da haben wir die Kreisstadt endlich bekommen. Nochmal mehr Geld, aber auch jede Menge Möglichkeiten, Sachen zu kaufen. Das freut mich schon sehr. Dann weiß ich schon mal, dass ich ein Großprojekt, was ich mir schon vor langer Zeit mal ausgedacht habe, endlich umsetzen kann. In irgendeine Richtung. Ich will jetzt schon noch hinschauen, aber ich möchte noch nicht so viel spoilern. Wir haben ja noch mehrere Sachen offen, die ja doch auf meiner Liste stehen. Wir können auch mehr Geld ausgeben, weil wir richtig viel Geld bekommen haben. Dass wir erst das umsetzen, was wirklich die Bürger brauchen, und dann schaue ich mal, dass ich meinen Größenwahnsinn irgendwie umsetze. So, wie kriegen wir das jetzt am besten gelöst? Was kann dieser Postsortieranlage eigentlich? Hätte ich vorher mal überlegen sollen. Bearbeitet und lagert die lokale und übergemeindliche Post. Post, die nach außen versendet wird, von außen kommt, wird mit Postlastwagen transportiert, was den postbezogenen Verkehr auf den Straßen verringert. Kann mit zusätzlichen Laderampen, einer Lagererweiterung, einer automatischen Sortierung aufgewertet werden. Und ich hoffe einfach mal, dass das jetzt nochmal unser Limit erhöht. Wenn ich jetzt nämlich hier draufklicke, das war nicht die Post, ist unsere Postdienstverfügbarkeit nicht gestiegen. So gar nicht. Na gut. Das habe ich mir ein wenig anders. Vielleicht brauche ich noch mehr Postämter. Vielleicht ist das der Punkt. Wir haben hier ein Postamt. Wir haben hier eins. Vielleicht braucht man noch eins hier. Ah, eigentlich muss man hier dann noch eins aufstellen. Vielleicht auch eher hier oben dann. Weil wir ja schon festgestellt haben, dass es hier scheinbar eher mehr Aufkommen gibt. Weil klar, hier leben mehr Leute, aber wie kommen diese Zahlen zustande? Und das Postsortierteil hat jetzt auch nichts geändert. Vielleicht habe ich es noch nicht lang genug laufen lassen. Wir schauen es uns erstmal an. Vielleicht können wir es auch gleich noch aufwerten. Aber erstmal anschauen. Näher anschauen. Es sind natürlich viele
Container drauf, riesiger Parkplatz. Laderampen und alles Mögliche. Interessant. Ah, jetzt. Erweiterter Lagerplatz für mehr Post. Ah, da stehen 500.000. Das wird ja wohl locker passen. Das Ding hat einen eigenen Platz. Automatische Sortierung. Post wird noch genauer sortiert, damit die Lastwagen nur für jede Ausfahrt essentiellen Gegenstände mitführen. Dies führt zu einem höheren Sortiertempo. 10.000 pro Monat für nochmal 25.000 Sortiertempo. Ja, das lohnt sich ja voll. Bei dem, was bisher das Postsortierteil kann. Und es ist mit auf dem Gelände drauf direkt. Mehr Platz für den Betrieb weiterer Postlaster. 10.000 pro Monat mehr Postlaster. Oh, dann würde hier noch ein Gebäude drauf kommen. Das können wir, brauchen wir also nicht weiter bedenken. Ich versuche es hier mal rein optisch noch zu glätten und dass wir hier noch den Dings schaffen. Vielleicht die Klippe schöner machen. Dass wir da noch ein bisschen mehr schaffen, darauf wollte ich hinaus. So vielleicht. Ist halt wirklich schon sehr, sehr nah an der Grenze, wenn man da mal ehrlich ist. Es war vielleicht gar nicht so clever, das an diese Stelle zu stellen. So ungefähr hätte ich es, glaube ich, ganz gern. Dann können wir an der Stelle hier vielleicht auch, man müsste es noch ein bisschen kleiner machen, mein Pinsel. Vielleicht eher auf 50. So. Hier kletten wir es gleich nochmal. Hier müssen wir so oder so kletten. Und dann von hier aus auch vielleicht, sagen wir mal hier hin. So. Und wenn ich jetzt einfach mit einem großen Pinsel drüber gehe, könnte es hoffentlich gut ausschauen. So. Ja, ideal ist das nicht, aber ich habe es an anderen Stellen auch schon hinbekommen. Ich fand es hier gar nicht so schlecht. Was hat noch mit der Erosion? Oder ich habe versucht, noch das ein bisschen erodiert ausschauen zu lassen, dass es nicht so glatt ist im Nachhinein. Also ja, es darf schon ein bisschen glatter sein, weil das ist mir zu heftig hier eine kleine Klippe. Ey, vielleicht ist das gar nicht so schlecht an dieser Stelle, dass wir wirklich eine höhere Klippe haben. Aber so ist es auch in Ordnung, finde ich. Das ist doch zu groß. Ich muss hier nochmal reingehen. Also ein bisschen ja, aber vielleicht nicht ganz so extrem. So. Dann ist es ja wirklich schon eine richtig große Klippe, finde ich. So. Ja, dann ist da wirklich eine Klippe. Jetzt muss die Bergsicherung ordentlich absichern. Aber ich glaube, das würde ich glatt so lassen. Ist vielleicht nicht das Hübscheste, was ich je gemacht habe, aber passt schon. Und hier dürfte das Baumentfernungstool besser sein, glaube ich. Du machst das nicht weg, weil nur entsprechenden Typ entfernen damit. Achso. Und muss es natürlich auf 100% stellen, sonst macht Ewigkeiten erstmal nichts. Sehr wenig. Ich setze dann, glaube ich, nochmal 9 ein paar kleinere, vielleicht auch ein paar größere. Ah, dass die Klippe mehr oder weniger frei ist. Das Licht ist jetzt nicht ideal. Ich finde echt, dass wir wirklich die Klippe uns anschauen könnten. Oh, da hinten ist ein, ich wollte gerade sagen Waldbrand, aber das ist ein Unfall. Außerhalb unserer Stadtgrenzen nicht unser Problem. Super gemein, aber spielmechanisch funktioniert so. Ich glaube, das passt schon. So, ich habe es jetzt noch mal ein bisschen laufen lassen auch. Aber irgendwie unsere Postdienstverfügbarkeit hat nicht zugenommen. Vielleicht muss es so lange laufen, bis hier wirklich einmal richtig Post ankommt. Dann lasse ich es noch ein bisschen laufen. Weil das können wir auch noch später machen.
Kann ich zumindest schon mal die Postsortierung von meiner Liste streichen? Ich würde noch gerne das Wasser mitnehmen, weil wir kommen wirklich so langsam in den Bereich, dass das Wasser knapp... Oh, es wird sehr knapp. Und ich würde gerne mit euch gemeinsam die allererste Grundwasserpumpstation aufstellen, die wir je irgendwann aufgestellt haben. Speichern. Auf der einen Seite, ich habe das automatische Speichern sehr gerne, aber in diesem Spiel ist es so laggy wie noch nie. Wenn es nicht zwischendurch Mist bauen würde, dass es dann wirklich die Zonen versaut und allen drum und dran, dann wäre es gar nicht so schlimm. Aber so schwierig. Auf alle Fälle Grundwasserpumpstation. Grundwasserreservoirnutzung 60% sogar. Ja gut, das reicht dann aber auch, glaube ich. Ich stelle es hier mal her. Unsere erste Grundwasserpumpstation. Schickes Gebäude, gefällt mir gut. Wie unaufgeregt, als ich ursprünglich mal gedacht habe. Aber passt schon, was kannst du noch alles machen? Verringe die Menge an Schadstoffen bei der Wasseraufnahme erheblich. Oh, ich glaube, da sollte gar kein Dreck rauskommen, hatte ich eigentlich gehofft. Was haben wir hier? Eine zusätzliche Pumpe, die Wasseraufnahme und die Weiterleitungskapazität beträchtlich erhöht. 7.000 im Monat, also ungefähr noch mal ein Drittel. 37.500, was es mehr rauspumpt. Lass es mal hier laufen. Ich würde gerne wissen, wie viel da rauskommt. 75.000, okay. Das heißt, hier nochmal die Hälfte drauf für ein Drittel der Kosten. Das heißt, von unseren 60% hätten wir dann eigentlich 90%, die wir hier nutzen. Ich glaube, das passt ganz gut. Hier mit dran und dann hat es hier noch einen Anbau bekommen. Schick. Sehe ich jetzt irgendwie von wegen, was Grundwasserreservoirnutzung da noch macht? Wenn ich es hier hinsetzen würde, sagt er mir so gar nichts an. Und dann wären wir bei 150%. Also ging das genau auf, dass wir wirklich hier die 90% haben. 90% finde ich ein sehr, sehr guter Schnitt. Und dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Wasser. Wird gleich eigentlich noch mehr mitnehmen. Andererseits, wir nutzen gerade mal 2/3 von dem, was hier da ist. Auch wenn wir nicht so weit im grünen Bereich sind, wie ich das gerne hätte. Das wird schon passen. Und irgendwann, wenn wir eine Verbindung kriegen zu irgendeiner anderen Stadt mit auch mit dem Wasseranschluss, selbst wenn es dann mal nicht ganz reichen sollte, können wir eine Nachbarstadt um Hilfe mitbitten. Das wird schon passen, glaube ich. Auf alle Fälle, wir haben das Wasser jetzt mit passend aufgestellt und das allererste Mal eine Grundwasserpumpstation genutzt. Und ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich einen Unterschied macht. Wir nutzen 90%. Eigentlich sollte es keinerlei Probleme machen, aber abwarten, Tee trinken. Neue Sachen bin ich gerne etwas vorsichtiger. Dann Internet. Wir hatten schon vor ewigen Zeiten vor, Internet zu holen. Wir haben 34 Punkte zum Freischalten. Nett. Entwicklung. Ich habe mich ja auch schon ein bisschen umgeschaut, was man denn noch machen könnte, aber Internet ist sehr wichtig, finde ich. Wir nehmen direkt die Serverfarm mit, wir nehmen direkt den großen Turm hier mit und ich bin im Überlegen, auch die Satellitenverbindung mitzunehmen. Kostet 8 Punkte. Das ist natürlich eine ganze Menge, aber warte mal, erstmal nachlesen, was das macht. Denn ich glaube, das könnte nützlich sein. Bei der Satellitenverbindung handelt es sich um eine große Schüssel, die Daten, Fernseh- und Radiosignale aus der ganzen Welt empfangen kann. Eine Satellitenverbindungsanlage erhöht die Netzwerkkapazität und die Unterhaltung in der gesamten Stadt sowie den Unterhaltungswert bestimmter Gebäude. Keine Ahnung, welcher Unterhaltungswert das ist, aber ich vermute, eine Bar wird durch einen Fernseher, wo vielleicht Sport läuft, gerade zu irgendeinem größeren Spiel, bestimmt beliebter, dass der Unterhaltungswert noch steigt. Aber alleine schon, das erhöht die Netzwerkkapazität, allein deswegen würde ich schon mitnehmen. Und auch hier Unterhaltung. Wo stand's? Mangelnde Unterhaltung, -1. Aus irgendeinem Grund sind wir da wieder abgerutscht. Ich vermute, weil die Parks nicht ganz passen. Das wäre noch so eine Sache, die man sich demnächst mal anschauen müsste. Aber erstmal Internet und dann weiterschauen. Und ich habe überlegt, irgendwo hier rauf das mitzustellen. Ich weiß, wir haben noch irgendwo, ich weiß gar nicht wo. Ich glaube, hier waren Touristenattraktionen mit. Ja, aber das sind nicht die, an die ich dachte. Hier sind die auch nicht mit dabei. Was können die denn sein? Entschuldigt, da bin ich etwas schlechter vorbereitet, so wie es ausschaut. Hier Touristenattraktion. Ich weiß, hier gibt es die mittelalterliche Burg. Und ich würde gerne eine mittelalterliche Burg hier irgendwo auf einem Berg stellen. Und ich glaube, die wird etwas größer sein, dass wir die vielleicht hier hinstellen, dass wir hier dann noch das Ganze mit glätten können und dann hier einen Weg hochfahren lassen und dann hier vielleicht die Satellitenschüssel mit hin. Müsste man natürlich eine Karre kaufen. Und ich sehe gerade, damit ich auch einen Weg hinbekomme,
müsste ich eigentlich dieses Bett auch noch mitkaufen. Das gefällt mir so gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ist da denn noch was drunter? Zum Beispiel ein Wasserreservoir? Überhaupt nicht. Natürliche Ressourcen? Überhaupt nicht. Es wäre nur rein für die Optik die Satellitenschüssel denn da oben platziert. Nimm mir da vielleicht noch einen besseren Ort für. Auch ist kein wirkliches Plateau. Ich weiß auch nicht, wie groß das Teil ist. Ich sollte das vielleicht erstmal freischalten. Damit ich weiß, wie groß es ist. Vielleicht ist es auch einfach riesig. Haben wir ja schon jede Menge Punkte jetzt wieder ausgegeben. Kommunikation, allen möglichen Kram. Plus 10% Attraktivität stadtweit. Das ist schon deutlich besser als das Gebäude, was wir vorhin platziert haben. Plus 50% Unterhaltung stadtweit. Das ist schön. Das sollte uns, glaube ich, nutzen, dass wir dieses Minus 1 bei der Zufriedenheit wegbekommen. Und das ist der eigentliche Effekt, warum ich es freigeschaltet habe. Plus 20% Netzwerkkapazität stadtweit. Großartig, ist aber auch super teuer, sehe ich gerade. Das nehmen wir trotzdem alles mit. So, wie groß bist du? Sehr winzig im Vergleich zu anderen Gebäuden. Irgendeinen schönen Platz werden wir dafür doch finden. Vielleicht hier oben mit drauf, wenn ich hier so oder so vorhatte, die Burg mit draufzustellen. Ist auch so weit weg. Na gut, das sind halt die ganzen Luxussachen. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Wenn wir hier wirklich die Burg hinstellen, von wo aus würden wir uns denn nähern? Ja gedacht von hier aus, aber ihr die ganzen Felder zu kaufen, finde ich auch nicht so schön. Und das heißt, wir müssten 1, 2, 3, weil das hier vielleicht gar nicht mal so unbedingt. Und das, na, wobei ich muss auch hier dann die Höhen ändern. Wenn es doof läuft, sogar noch hier hinten. Dass wir hier gut die Burg drauf bekommen. Oder ich kann es auch versuchen, nur so zu ändern, dass hier gut die Burg drauf ist. Dann wären es 1, 2, 3, 4. Ihr Kacheln. Ich verrate euch, was ich hier machen wollte. Eigentlich. Nee, ich verrate euch da gar nichts. Das war vielleicht ein kleiner Spoiler, aber nur ein kleiner. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt da wirklich noch brauchen, aber ich würde es gerne bauen. Allerdings. Ach komm, für die Burg. Dass wir die irgendwann bauen. Weil ich habe auch keinen besseren Platz für die Burg, glaube ich. Außer hier oben vielleicht. Aber auch da, wie kommt... Also am ehesten wäre ein Weg hier rauf dann ganz cool. Dann müsste man hier die Straße irgendwie reinziehen. Man könnte natürlich auch mit Tunneln arbeiten. Dann hier rauf und dann hier oben die Burg hinstellen. Und damit die gut ausschaut, müsste man... Weil hier würde auch reichen eigentlich schon. Hier so das Stückchen. Aber auch hier, das Feld werde ich mir sicherlich noch kaufen. Dann müsste man 1, 2, 3, 4 kaufen. Dasselbe. In grün. Oder von hier aus, dann hier werden wir ja vermutlich auch in dem Tal noch was bauen. Dann hier wirklich mit Serpentinen arbeiten, hier rauf, weil ich auch die Felder noch nicht habe. Ich möchte halt jetzt das Ding bauen. Aber wisst ihr was? Ich muss es ja noch nicht jetzt machen. Ich kann es ja erstmal irgendwo platzieren. Wir verschieben es dann einfach bei Gelegenheit. Dann packe ich das jetzt einfach hier mit hin. Das kostet 3,2 Millionen. Das ist aber ein teures Stückchen. Unterhaltungselektronik. Sollte so hoffentlich passen. Dann haben wir das schon mal. War super teuer. Dann verschieben wir das bei Gelegenheit irgendwann. Ich muss ja nicht alles sofort perfekt machen. Und dann hat man gesagt Internet. Und ich glaube, hier werden wir direkt eine Serverfarm brauchen. In der Stadt. Die ist aber auch sehr groß. Oder zumindest ein ganzes Stück größer, als ich das mir gewünscht hätte. Das würde hier gut mit hinpassen, glaube ich. Dass wir das in der Nähe der Autobahn mit hinpacken. Hier ist jetzt schwierig. Hier habe ich keinen Platz mehr, aber hier. Oh, da müsste ich meine Felder noch mal ein Stück verschieben. Finde ich gar nicht so schön, wenn ich ganz ehrlich bin. Hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Platz lassen sollen. Haben wir auch einen Park extra mit hingesetzt. Hier ist viel Platz. Und selbst das reicht nicht. Das Ding ist wirklich groß. Hier vielleicht. Ach, das passt jetzt auch nicht mehr. Ach, schade. Mir das irgendwie anders vorgestellt? Nichtsdestotrotz, vielleicht wirklich hier einfach den Weg erweitern und das Teil dann hier mit hinstellen.
Eine Autobahn möchte ja so oder so eigentlich in der Regel niemand wohnen. Ich glaube, eine Serverfarm direkt neben dem College ist gar nicht so verkehrt. Dass die auch gutes Internet haben. Das Internet an der Uni war bei mir auch immer deutlich. Ich hatte gutes Internet dort, wo ich studiert habe. Aber das Internet an der Uni war nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das war einfach herausragend gut. Weiß hier mal das Stückchen Straße. Wir schauen mal, wie weit das bis hier, sagen wir mal, 200 Meter reinziehen. 200 Meter finde ich immer eine gute Maßgabe. Dann ist es vermutlich immer noch zu klein, wette ich. Yep. Trotzdem hier, glaube ich, gerne die Straße bis rüberziehen. Dann würde ich hier auch nochmal, wir haben es ja eh gerade auf Pause laufen, Teile abreißen und nochmal ein Stückchen hier weiterbauen mit der Straße. Denn die Straße, die du zuerst ziehst, die kriegt die Blöcke dann mit dran. Ich hätte es gerne, dass die große Straße hier die Blöcke hat. Also hier nochmal 200 Meter mit reinziehen. Bis hier drüben, bis zur Autobahn sind es so oder so, na knapp 800. Ja, ich glaube, ich finde 200 Meter als Maßgabe gar nicht so schlecht. Dann die Straße hier lang ziehen, wieder das Einrastteil ausmachen, damit es nicht irgendwo einrastet, sondern in der Mitte. 90 Grad Winkel, perfekt. Und dann können wir es von hier aus weiterziehen. Das Teil wieder anmachen. Sagen wir hier wieder die 200 Meter, wird schon passen. Dann muss ich natürlich die Stromverbindung noch machen, sonst gehen unsere Einnahmen gleich wieder weg, weil der Damm nicht mehr läuft. Das funktioniert jetzt von deiner Seite aus gar nicht so gut, sehe ich gerade. So. Ist ja erstmal nur ein Provisorium. Warum sagst du immer noch überlappende Objekte? Wo überlappst du denn angeblich? Ja, du sollst das verbinden. Das muss überlappen. Ist wieder so ein Nonsens. Hier an Geometrie einrasten, weg damit. Hier alles weg. Du musst doch einfach nur die Verbindung herstellen. Warum möchtest du das da drüber platzieren? Warum stellst du nicht einfach die Verbindung her? Das verstehe ich nicht beim besten Willen. Warum? Hier aus? Warte mal. Hier wieder alles anschalten. Wir ziehen einfach von hier aus ein Stück weit was rüber. Hier 168 Meter. Was war das für ein Nonsens? Aber ihr wisst, was ich meine mit den Fehlermeldungen. Das ist manchmal kompletter Nonsens. Du kannst in keinen Reim drauf machen, warum das jetzt nicht richtig funktioniert hat. Es ist... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Oder sind wir schon bei den überlappenden Objekten so? Haben wir jetzt eine Serverfarm? Wie schaut's aus mit dem Internet? Das ist alles nur gelb. Gelb ist nicht genug, wenn ich ganz ehrlich bin. Gelb, da geht einfach mehr. Wenn ich noch eine Serverfarm hier hinten reinstelle, klappt das? Oh, schon wieder zu klein. Wir könnten es hier mit reinstellen, aber schön geht anders, wenn man mal ganz ehrlich ist. Schön ein paar Gewerbegebäude, aber wir hätten es dann zumindest schon hier oben grün. Und dann müsste ich hier einfach noch darauf achten, dass ich hier... Oh, ja, wenn ich hier noch eins mit hinstelle, wird es dickgrün. Dass ich hier dann mal irgendwann noch eine Serverfarm mit hinstelle. Und ich glaube, eine Serverfarm direkt neben der regenerativen Energiequelle, neben dem Staudamm, wäre sehr gut. Was macht eigentlich der Staudamm? Im Moment. Komm, lass mich den mal anschauen. Nicht genügend Angestellte? Dann stellt man noch jemanden ein, Leute. Aber wir sind nur noch bei Regenwassertiefe -60%. Das waren bei -65. Also nur ein kleiner... Bonus, aber das nehme ich mit. Wie schaut eigentlich unsere Serverfarm aus? Oh, halt ein großer Klotz. Wobei, es ist schon schick Design, finde ich. Aber ich glaube, das muss auch so klotzförmig sein, weil effizient. Und trotzdem, so kleine Akzente hat es auf alle Fälle und viele Details. Gefällt mir gut. Können wir dich ausbauen? Oh, wir können dich sogar ausbauen. Erhöhe den Abdeckungsbereich der Serverfarm.
500 Meter mehr. 2,5 Kilometer. Aber wenn wir so oder so vorhaben, hier vielleicht noch die Serverfarm reinzustellen, damit es hier drüben auch grün wird, oder hier vielleicht nochmal, dann brauchen wir die Reichweite nicht unbedingt. Das heißt, die Reichweite können wir uns hier an der Stelle sparen. Es soll lieber die ganzen dicken Klötze an Gebäuden, die hier noch hinkommen, die soll es gut abdecken. Was haben wir hier noch? Hochmoderne Maschinen mit großer Rechenleistung erhöhen die Netzwerkkapazität erheblich. Das klingt gut. Im Moment, Netzwerkkapazität steht nicht weiter da. Wir können aber hier mal nachschauen. Es sind 20 Gigabit für 50.000 im Monat. Und wenn wir es upgraden würden, nochmal 10 Gigabit. Das ist großartig, das nehmen wir mit. Aber wo? Ah, die Reichweite geht auch direkt mit hier rein. So, nachdem wir jetzt nochmal die Qualität deutlich erhöht haben, es tut da immer noch nicht grün. Wenn ich das hier reinstelle, oh, dann wird es dick grün. Wir wollen aber auch hier noch mehr Gebäude hinstellen. Und daher ist es, glaube ich, ganz gut, dass hier dann mal irgendwann später nochmal eine Serverfarm hinkommt. Und hier aber schon eigentlich die nächste steht. Dass wir die ganzen dicken Gebäude mit Serverfarmen versehen haben. Der Rest kann, glaube ich, auch über Funktürme abgedeckt werden. Und auch wenn es mir irgendwo ein Stück weit widerstrebt, vielleicht ist das einfach die beste Stelle dafür, die wir im Moment haben. Oh, passt auch nur genau hier rein. Kommt, auf geht's. Dann, wie schlimm schaut es jetzt aus mit den Gewerbegebieten, die ich hier gerade völlig zerstört habe? Ja, ideal vielleicht nicht. Hier steht hier im Gewerbegebiet so ein riesiger Klotz, aber eigentlich, ganz ehrlich, das macht sich gar nicht so schlecht an der Stelle. Gefällt's. War skeptisch, aber... Das nehme ich mit. Telekommunikation, wie schaut's aus? Ah, sehr schön grün. Ich bin überlegen, wobei hier ist es vielleicht gar nicht nötig. Hier wäre eher vielleicht die Reichweite noch interessant, dass wir hier drüben mehr abdecken. Und dann hier Funktürme überall mit reinbasteln. Ansonsten vielleicht auch wirklich die Netzwerkkapazität gleich noch mit reinhauen. Wobei hier sind gar nicht so dicke Gebäude mit. Hier werden dann mehr dicke Gebäude entstehen. Aber das ist schon mal dickgrünes, das gefällt mir. Wie ist hier mal mit der Reichweite? Was kostet uns das nochmal? 10.000 im Monat. Das könnte das wert sein. Wir geben hier jetzt natürlich richtig viel Geld aus nochmal. Ah, dann ist das Grün schon viel weiter gekommen. Und vielleicht auch mal die Rechenleistung erhöhen. Schade, dass man nicht sofort den Unterschied sehen würde. Aber ich glaube, hier drüben scheitert es eher in der Reichweite. Und hier ist bisher alles grün. Und wenn wir hier noch eine Serverfarm aufstellen, dann sollte die hier auch vieles alleine packen können. Das wird schon passen. Dann geht es jetzt eher um die Reichweite. Und dann schauen wir uns mal die Funktürme an. Ich sehe hier einmal 5.000 im Monat, 1 Kilometer Reichweite, 3.000 Gigabit. 15.000 Gigabit, oh, aber auch 95.000 im Monat. Reichweite aber auch 5 Kilometer. Das ist viel, viel teurer. Aber ich glaube, gerade hier drüben, wo wir noch viel hinbauen, oh, das Ding reicht. Das gefällt mir sehr gut, dass das so weit reicht. Ja, die Berge schirmen es noch ein Stück weit ab, aber schaut euch mal das an. Das ist ja große Klasse. Echt hier mit hin? Weiß man, ganz ehrlich, eigentlich müsste man es danach noch mal verschieben. Irgendwann, dass wir das weiter hier drüben hinpacken. Weil so wäre es ideal, finde ich. Klar, in Zugspitz muss man da noch ein bisschen mehr hinstellen, aber schaut euch mal den unteren Teil an, da wo die ganzen Farmen sind und unser Industriegebiet und allen drum und dran. Das hat eine großartige Abdeckung. Also eigentlich müsste es wirklich hier rüber und dann müsste man es hier nochmal verschieben. Dann packe ich es einfach mal hier mit dran, dass es erstmal läuft, aber wir müssen später dran denken, dass wir es wirklich nochmal verschieben. Und dann schauen wir uns das an ohne das Teil. Das ist dickgrün alles. Die werden gleich...
sehr erfreut sein, glaube ich. Hier? Wir brauchen eigentlich nur die kleinen Türme. Oh. Die kleinen Türme sind wirklich klein. Aber die kleinen Türme kosten mich auch viel weniger. Kann man dich noch weiter ausbauen? Nö, das war's scheinbar schon. Wenn ich da draufklicke, passiert nichts weiter. Oh, ich muss mich an die Zeit halten. Moment. Jetzt würde ich gerne aber mit euch durchgehen. Und natürlich hier den 95.000er, also der 95.000 kostet, den Turm reinstellen. Das würde auch eine sehr hohe Abdeckung liefern. Aber brauchen wir an der Stelle, glaube ich, gar nicht. Da würde ein kleinerer reichen. Dass wir hier mehr kleinere reinstellen. Kann man die denn ausbauen? Wir wissen, hier soll noch eine Serverfarm hinkommen. Weil ich kann sie dann auch einfach wieder abreißen. Vielleicht fange ich aber hier drüben an. Hier muss ja vermutlich auch noch einen Turm mit rein. Ja, hier weiß ich nicht, ob da überhaupt irgendwas entsteht. Vielleicht am ehesten hier mit ranstellen? Dann hier den nächsten? Würde mir im Moment ganz gut taugen, dass sie hier hinten noch kein Internet haben. Das ist nicht schön. Aber das wäre im Moment, glaube ich, verschmerzbar. Also wirklich hier eine. Vielleicht muss man da noch verschieben. Dann können wir aber zumindest schon mal schauen, ob der noch weitere Ausbaustufen hat. Und er hat noch weitere Ausbaustufen. Er erweitert das Netzwerk erheblich und ermöglicht es mehr Datenverkehr. Mit 3000 im Monat. 1500 Gigabit. Er hat jetzt 3000. Das wäre ein Stück mehr, als ein Stück teurer, als einfach einen neuen zu setzen. Würde aber auch Platz sparen. Und hier hätten wir 250 Meter mehr Reichweite für 1500 im Monat. Aber ich glaube, an der Stelle braucht man das gar nicht so unbedingt. Aber das ist gut zu wissen, dass wir es noch ein kleines Stück erweitern können. Dann würde ich hier den nächsten irgendwo rein. Ja, schaut euch das an. Das passt gut hier rein. Vielleicht eher hier drüben. Wobei, dann wird es da bei Zugspitz West eher schon etwas gelblich. Wir könnten ihn ruhig ein bisschen hier näher stellen, finde ich. Vielleicht wirklich hier irgendwo hin. Da haben wir schon mal ein ganzes Stück weit was abgedeckt. Vielleicht nicht überall alles ideal, aber es müsste reichen. Ja, wo packe ich es mir hier mit hin? Vielleicht hier an die Straße? Wobei es da auch ein bisschen gelblich dann ist. Ein bisschen sehr gelblich an. Auf der anderen Seite, wir hatten ja schon festgehalten, das soll eher ein günstiges Gebiet sein. Wenn das ein bisschen mehr gelblich ist, ist das vielleicht auch gar nicht so schlimm. Oder wir können ja noch die Reichweite mit reinhauen, das passt schon. Bin mir überlegen, das auch weiter hier rüber zu schieben. Das ist vielleicht doch eher hier irgendwo hinstelle. Damit wir hier gleich die richtige Abdeckung haben. Dann würde ich hier nämlich so oder so noch einen hinpacken. Ja, das macht man. Dass wir es vielleicht hier so an die Stelle packen. Das gefällt mir gut. Was sagt die Kommunikation dazu? Ja, läuft gut. Und hier einfach noch die Reichweite mit reingehen. Wobei, ist schon ein bisschen gelblich. Auch hier. Das wird passen. Wir packen hier die Reichweite mit rein. Da wird sich keiner beschweren. Hier ist so oder so nicht ideal gebaut. Aber das passt schon, dass sie sich da kleinere Wohnungen raussuchen. Dann haben wir auch die kleinen gebaut. Dann werde ich jetzt den Rest, glaube ich, alleine setzen. Dann sind wir... Ach, das ist schon wieder bei einer Stunde. Ach ja. So spielt das Leben. Aber jetzt haben wir hier eine gute Abdeckung. Ich setze hier den letzten Turm noch. Wir haben jetzt alles wirklich mal gesetzt. Jetzt sehen wir leider nicht, wie gut das Internet funktioniert, aber das seht ihr dann in der nächsten Folge. Und ich habe jetzt zumindest endlich mal das Internet gesetzt. Yay! Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich auf alle Fälle. Bis zum nächsten Mal.